Wenn wir eine Pfanne hätten, könnt nicht, dass ich irr. Ich komm gut alleine klar. So. Ja, dann. Dann muss ich halt wieder einmal nochmal Tag machen. Und hoffen, dass das andere klappt, was ich mir so vorstelle. Und zwar stelle ich mir vor, dass ich, Ich rede vielleicht vorher nochmal ganz kurz mit ihm hier. So sicherheitshalber. Harte, schwarze Schnäbel des Unglücks hacken auf deine kleine Seele ein. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um etwas Glück zu erstehen. Du kannst doch sicher etwas Glück gebrauchen. Schon ein wenig Glück wird dir helfen. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. Ja, diese Typen sind alle ein bisschen suspekt. Wieder einer. So, also ich habe jetzt noch eine Idee, wo wir eine Pfanne herbekommen. Also muss ich nur wieder in die Stadt. Lalalala, Stadt. Lalala, Stadt. Und zum Abwaschhaufen. Gibt's hier eine Pfanne bei dir zufällig? Da drückt sich wohl jemand vor dem Abwasch. Ich meditiere. Und ich habe noch einen Tropfen gefunden. Der unglaublich klein ist, glaube ich, oder? Das muss doch einer sein. Sieht genauso aus. Ja, da ist er. Oh Gott. Ich habe gerade wie wild geklickt. Da ist noch einer. Puh, suche ich schon nach den Teilen aus Frust. Noch so ein Tropfen. Schlimm. Ja, ich dachte jetzt eigentlich, hier wäre irgendwie eine Pfanne, aber leider nein. Hat einer von euch eine Pfanne? Hm. Hallo, ich suche eine Pfanne. Pfanne? Oder ein Pfannenersatz, der kein Löffel ist? Nein. Irgendwie bin ich aus solchen Spielen doch fast mehr gewohnt, mit Leuten zu sprechen, die einem dann so nach und nach Hinweise geben. Ich finde allerdings, bisher ist das eben alles nicht so. Gibt's hier drin denn noch irgendwie eine Pfanne? Ich sehe keine. Kaffeemaschine. Kräuterapotheke. Wenn ich die hier ganz aufhebeln könnte, das wäre natürlich großartig. Wer glaubt jetzt schon? Aber das wollen wir auch nicht. Oh Mann. Echt ein bisschen frustrierend irgendwie, finde ich. Da ist auch noch ein Tropfen. Wieder einer. Und da unten auch. Noch einer. Also wie gesagt, echt ein bisschen frustrierend das Ganze. Also man fängt hier so ganz viel an. Aber, ja, irgendwie hat man so das Gefühl, man kriegt nichts zu Ende. Und ich frage mich jetzt, woher ich irgendwie eine Pfanne oder irgendwie sowas bekommen soll. Das weiß ich halt irgendwie auch nicht. Moment, die Maus stand da gerade, oder? Ja. Wie kommt diese komische Statue da schon wieder rein? Was will die von mir bitte? Du bist lustig, Kleiner. Ja, du nervst mich ehrlich gesagt ganz schön. So. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fett. Keine Ahnung. Moment, mit dem will ich eigentlich mal reden. Da flüstert wohl nichts. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen.
Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Ja, aber nein. Ich habe echt keinen Plan, ehrlich gesagt, schon wieder. Vor allen Dingen, das hört im Moment gar nicht mehr auf. Dann spiele ich wieder eine knappe Stunde und so richtig was erreicht habe ich auch noch nicht, habe ich so das Gefühl. Und das ist natürlich ganz schön frustrierend. Tja, wir können mal hier gucken. Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht, dies ist Krähengebiet. Solange die Gegend am Fluss unsicher ist, werde ich vom Sumpf aus auf Sendung gehen. Mauswaldradio, gezeigt PS. Das Gebäude liegt in Trümmern. Ich kann das dumpfe Gefühl nicht abschütteln, dass die Krieg... Ja, alles so unangenehme Zeitgenossen, keine Frage. Wir können ja mal mit den Statuen hier nochmal quatschen. Aber was soll's bringen? Ja. Puh. Die sehen viel lustiger aus als der dicke Wels an der Bachschleuse. Das sind jetzt irgendwie hier so nicht die Witz... Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Die Witzleute, oder? Da weiß ich auch noch nicht so richtig, wer hier der Witzemann sein soll. Ich sollte mich lieber... Ja, lieber mit Witzfreunden unterhalten. I don't know. Mal gucken, ob die irgendwas noch zu erzählen haben. Ja. So, ich will eigentlich irgendwie diese Pfanne. Was will sie da als Pfanne? Das ist doch echt. Ich halte hier Wache und entdarbe ohne ein gut gepfeffertes Käsefondue oder ein wärmendes Wort meiner Kameraden vor mich hin. Also, lass die Finger von meinen Beeren. Was kann ich denn als Pfanne nutzen? Ehrlich gesagt bin ich unglaublich überfragt. Hä? Wie kommt sie denn jetzt hier hin? Steht sie hier schon die ganze Zeit? Oh, größer geht's ja auch nicht. Wieder einer. Steht sie echt schon Hallo. Die ganze Zeit? Hallo du! Na, trägst du wieder Pakete aus? Nein. Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Das würde ich mir ja gerne ansehen. Aber ich finde das viel zu gruselig. Ich habe gehört, dass es... Das würde ich mir... Aber ich finde das... Ja, viel zu gruselig und so. Nee, Mist. Boah, bin ich schon wieder ratlos. Also so schlimm war es noch nie, glaube ich. Wie jetzt gerade hier im Moment. Hier steht auf Mauswaldisch zur Kaltwasserbachbrücke. Sieht aber eher aus wie Bornierrücke. Eine Pfanne. Ich habe echt überhaupt keine Idee, was man irgendwie als Pfanne benutzen kann. Irgendwie so ein Rüstungsteil oder sowas. Ob da eine Maus drin ist? Nee. Hier sehe ich aber auch nichts. Hat irgendwie auch nur die Richtung einer Pfanne geht. Hm.
Nee, ich komme da heute, glaube ich, nicht mehr drauf. Oh Mann, das ist ganz schön frustrierend. Das ist wirklich frustrierend. Frustrierend. Der kleine Mann läuft über den Stein und ganz ein, damit bin ich... Also bisher eigentlich ein schönes Spiel, aber wie gesagt, diese Situationen hier, in denen man jetzt nicht so richtig weiß, was man tun soll und eher planlos durch die Gegend läuft und immer so ein bisschen was anfängt. Ja. Nicht so das Wahre, möchte ich mal behaupten. Vor allen Dingen, jetzt muss ich irgendwie eine Pfanne organisieren, ich muss diese Lichtnuss organisieren, ich muss irgendwie diese Erbsenkugel organisieren, ich muss irgendwie auf diesen Ast nachher kommen. Ich meine, what the fuck? Es ist so viel irgendwie und für keins davon gibt es irgendwie aber auch nur einen Lösungsweg. Überhaupt nicht eben, das ist es. Das ist irgendwie echt komisch. Sekunde. Ihm ist da total langweilig und er weiß nicht, was er machen soll. Willkommen zurück. Kann ich ihr schon mal die Milch geben? Ja, das geht wenigstens schon. Eine Zutat für die Torte. Vielen Dank, mein Krokantküstchen. Es fehlt nur noch eine Handvoll süßer roter Beeren. Und dann noch Schokolade. Und dann noch Rübensirup. Ja, aber irgendwie wäre mal so ein Tipp ganz cool. Wir nehmen die Schoki schon mal, dann bin ich los. Vielen Dank. Es eine Handvoll süßer roter Beeren. Und da Rüben. Ja, Rübensirup. Dazu muss ich dann wahrscheinlich hier ran und wahrscheinlich auch wieder was in die Tasse füllen. Jetzt ist mein. Ich glaube, das wäre die einfachste Lösung. Mein Becher ist sicher eine. Mein Becher. Nein? Okay, geht doch nicht. Vielleicht kann ich ja mal kurz auf die Felder gehen, vielleicht geht das ja. Das ist die. Aber die. Ah, Moment. Da habe ich eine Idee. Perfekt. Hey, da kommt jetzt schon Saft aus dem Hahn. Jetzt kann ich Rübensirup zapfen. Ja, dann Tasse. Ein Becher voll dickem, süßen Sirup. Jetzt wollte ich endlich gerade aufhören und jetzt geht's doch wieder so ein kleines bisschen voran. So, dann können wir das Zeug ja auch schon mal bringen. So, dann hat sie das. Extravagant. Na komm. Willkommen zurück. Hier. Hab da was. Eine zu viel. Jetzt habe ich gerade noch eine andere Idee. Moment. Vielleicht kann man ja irgendwie wieder mal diese altbekannte Silberfolie, aber vielleicht kann man daraus jetzt mal irgendwas basteln, dass man irgendwie, was weiß ich. Silberfolie. Ja, jetzt. Silberfolie nützt hier nichts. Silberfolie. Kann man das da nicht irgendwie einwickeln oder so? Ach komm, das geht schon alles. Moment, dann erstmal hier kurz Nächtler. So. Jetzt ist es ein Krähenabwehrdingster ohne Angelhaken dran. Kann man hier vielleicht? Wenn man das so faltet? Ah. Dann? Tata, ein Topf. Oh, kochst du was? Was denn? Mal sehen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Ja. Lieber die Silberfolie nehmen, anstatt den Löffel. Gute Idee. Ich hätte ja den Löffel genommen und den darauf gelegt. Oh, das sieht lecker aus. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wäre, könnte ich schwach werden. Ja, kriegen wir auch hin, ne? Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Hier, Moment.
Und bam, Booyakaschen. Oh, wie wunderbar das Gott. Duftet. Ein gut gepfeffertes Käsefondue. Davon kann man sich bestimmt eine Woche lang satt essen. Kann ich dann vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Yes. Wenn die so gut riechen, wie sie schmecken. Ich glaube, ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. What the fuck, wir haben es geschafft. Yay. Yeah, Party, Party. Und manchmal denke ich dann so quer und manchmal ist es dann auch so seltsam, aber auch eigentlich leicht. Ne, das ist echt schon strange. Ich habe bei Rüben zum Beispiel auch die ganze Zeit an diese Blaubeeren gedacht. Irgendwie, dass das irgendwie, weiß ich, Blaubeerrüben sind oder keine Ahnung. Ja. Ja, ja, ja. Gut, jetzt haben wir erstmal zumindest alles für den Kuchen.